Herzlich willkommen zurück auf den azurblauen Ozean von Sturmtief. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 20 von From the Depths, die Spiegeluniversumskampagne. Ich melde mich immer noch aus der Schlacht wieder, gegen zwei Flotten mit etwas größeren Schiffen. Momentan scheint es etwas zu laggen, da das Schiff hier auf Grund gelaufen ist. Ja. Da werden einige viele Blöcke zerstört, erhalten kinetischen Schaden, also Ramming Damage. Und das scheint doch den Prozessor etwas zu beanspruchen. Hoffentlich befreit sich das Schlachtschiff hier wieder, denn das nervt so ein bisschen. Ich meine, es ist ja immerhin so Wasser. Sollte auch. Gut, was haben wir denn hier? Ich guck mir nur gerade mal den Meeresboden an, weil das nachher für die U-Boote ganz interessant ist, die irgendwann reinkommen. Und zunächst einmal möchte ich gerne die Andromeda-Korvette reinhaben. Ah, es hat sich befreit. Sehr schön. So, was haben wir denn hier für Probleme? Jede Menge, so wie es aussieht. Ein Waffenturm ist noch voll einsatzbereit. Na, ich würde mal sagen zwei. Der hier, der so abgesägt ist. Dann werden einige noch repariert. Hier ist eine Wolke von Repairbots. Ja. Der ist so leicht zerfetzt worden. Ja. Bitte abwehren. Lärmsystem ist aktiv. Das sieht man gern. Und jetzt hat es da hinten ordentlich geknallt. Da gehe ich noch gerade mal drüber. Oh, da hat es die Hauptflakwaffe erstmal zerfetzt und ein riesiges Loch hier reingerissen. Hat noch einiges mitgenommen. Aber da waren noch die Waffen hier daneben. Die wurden in Mitleidenschaft gezogen. Vielleicht sollte ich dann mal bei Gelegenheit so ein paar Anpassungen vornehmen an dem Schlachtschiff, dass, wenn die Waffen explodieren, nicht gleich das halbe Schiff mitgerissen wird. Ejector-Add-ons wären da wahrscheinlich eine Möglichkeit. Die installiere ich hier nicht auf diesen Türmen. Mit der Ejection Safety Fuse, heißt das Ding, glaube ich, geht das natürlich. Da habe ich ja leider zu wenig Platz. Sei es drum, wenn ein paar Cram Cannons hier einschlagen und gleich mehrere Waffentürme mitnehmen, dann ist es halt so. Ich meine, ist natürlich schlecht, ja, aber kann ich jetzt relativ... Außer natürlich das ganze Schiff nochmal neu designen, aber was soll's. Es funktioniert ja auch. Wenn es nicht gerade so zum Klump zerschossen wird. Kann ich jetzt eigentlich... Und jetzt muss ich mal gerade nochmal von oben gucken, weil das sieht aus wie Schwimmbad. Ja, das Wasser hier sieht aus wie irgend so ein städtisches Hallenbad mit dem himmelblauen Boden. Ah. Sei jetzt mal so dahingestellt. Okay, das war daneben. Nochmal das Ganze. Das war gleich... sechsmal daneben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich würde sagen, neuer Versuch. Sind die Cram Cannons etwa so weit beschädigt, dass sie nicht mehr präzise sind? Aber dann habe ich auch gerade präzise und Cram Cannons in einem Satz verwendet. Ja, das ist natürlich eine andere Geschichte. Ne? Sieht ziemlich ungesund hier drin aus. Hier kann man mal so die ungefähre Form des Schiffes erkennen. Querschnitt. Die Jawohl, die Torpedo-Interceptor benutzen einfach den neuen Platz im Rumpf, um auf die andere Seite des Schiffes zu wechseln. Ja? Ich meine, man macht aus einer misslichen Lage wieder eine neue Möglichkeit. Ja, so läuft es halt. Voll ins Mündungsfeuer geschaut. Jetzt bin ich blind. Gut. K
Kampf der Giganten. Naja, nicht wirklich. Die Constantia oder meine Schiffe generell sind nicht so groß. Da gibt es viel größere Schiffe. Auch im Steam Workshop, wenn man da so mal sich umsieht, dann kommt dann der eine zu einer riesen Replika und 600.000 plus Ressourcenpunkte an. Da sieht das schon anders aus mit dem, es laggt auch nicht. Ja. So, das Ding ist jetzt beschädigt. Ziemlich viele Explosionen. Aber Torpedoabwehr ist immer noch aktiv. Interessant. Egal. Das Gloria-Schlachtschiff wurde nun endlich besiegt. Hat ja auch ziemlich lange gedauert, wenn ich jetzt mal so sagen will. Aber dafür ist die Constantia ja ausgelegt. Sie ist ein Großschiff-Killer. Je größer das Schiff ist, desto größer ist die Zielfläche für die unglaublich unpräzisen Cram Cannons. So zumindest meine Denkweise. Okay, was haben wir denn hier? Das dürfte... Es schießt Raketen ab. Es hat eine kleine Sekundärwaffe, die mal eine Flakkanone war. Das ist der Schlachtkreuzer Brigantia oder bei der Spiegeluniversumsfraktion der Tiger Shark. Zu Deutsch Tigerhai. Treffen die überhaupt? Ja, und da haben wir auch schon die APS-Cannons, die auch meine Schilde deaktivieren dürften. Die haben nämlich teilweise Disruptor dabei und Frag, Hollow Point, also so eine bunte Party-Mischung. Von allem bitte etwas. Das Lamp-System versucht da sein Bestes, aber so ganz... Ja, da hat es eben schon die Munitionsreserven gefetzt. So schnell geht das. Und die Constantia wird einmal kurz zum Speedboat. Irgendwelche Torpedos hier im Wasser? Ich schaue nur gerade. Ah, ich sehe da was. Ja, von der Constantia abgewehrt. Okay, da sind... Oh, das war ein... fehlerhafter Torpedostart. Ich würde sagen, ein Rohrkrepierer, wenn das ein U-Boot wäre. Oder ein Torpedorohr an dieser Stelle. Das heißt, keine Torpedos mehr von dir. Sehr schön. Aber Raketen ist doppelt so nervig. Und durch das Lamp-System komme ich momentan mit der Constantia absolut nicht durch. Raketenabwehr ist auch nicht gerade funktionell. Da brauche ich, glaube ich, noch größere Täuschkörper, aber die Constantia hat jetzt so eine große Radarsignatur. Ich möchte nicht die Munition für die ganzen Täuschkörper ausgeben. Wirklich nicht. Obwohl, sie hat ja Cram Cannons, ne? Das heißt, die sind ja etwas munitionseffizienter als APS-Kanonen. Oh, Treffer. Volltreffer. Ein Geschütz besiegt. Zwei Geschütze sind funktions... unfähig. Eins feuert noch. Weiter so. Aber hier hinten ist diese kleine nervige Sekundärwaffe. Das war mal eine ehemalige Flakkanone, die habe ich aber dann umgebaut, dass sie auch auf, also will jetzt sagen Bodenziele, aber nicht nur auf Flugzeuge schießt. Ne? Und feuert jetzt sogar, muss mal gerade gucken. Was verfeuerst du? Das ist von der Smoke Gun, das ist einfach nur Sabo, Smoke und eine Inertial Fuse. Und das hier ist von dieser Sekundärwaffe hinten. Ich glaube, das war mal Hash oder Heat. Eins von beiden. Es fehlt gerade nur der Kopf. Momentan ist es natürlich High Explosive mit einem Base Bleeder dran. Relativ ineffektiv. Wie sieht es denn bei der Constantia mittlerweile aus? 92%, 90%, die beiden schenken sich hier nichts. Hier wird nur ausgeteilt und eingesteckt gleichermaßen. Ja, hier fliegen eine Menge Artilleriegeschosse rum.
Das trifft nicht. Dafür ist die Flugbahn leider zu steil. Okay. Jetzt mal schauen. Kommt immer noch mehr an. Das wird abgewehrt, oder? Nee, doch nicht. Ab und zu mal muss ich mal ein bisschen so nah rangehen und gucken, welchen Schaden die Waffen verursacht haben. Ja, hier waren irgendwie mal Armored Processors drin, die sind jetzt dort nicht mehr drin. Verdammt, abgewehrt. Ja. Das sieht schlecht aus für die Constantia, wenn sie sich nicht bald umdreht. Ich sehe fast keine aktiven Waffen mehr. Sind jetzt noch Torpedos hier unten? Ja, Torpedos sind noch aktiv. Treibstoff ist auch noch da. Und Torpedos sind unterwegs. Mein Gott, bei dem hohen Wellengang bin ich echt froh, dass ich Dinger habe. Die verursachen nämlich mal ein bisschen Schaden. Anders als APS-Geschütze, die mit einer sehr flachen Flugbahn schon mal von den Wellen abgelenkt werden können. Trifft. Trifft nicht. Was war das denn? Das war ja merkwürdig. Jo. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Bald ist die Andromeda drin. Müsste sich mal ein bisschen beeilen, die Constantia hier. Die ist aber gerade auf Kollisionskurs mit einer Sandbank. Einer ziemlich großen Sandbank. Ist schon mehr als eine Sandbank, sondern eher eine Insel. Nanu? Die Torpedoabwehr scheint nicht mehr zu funktionieren. Okay. Hier geht nämlich einiges daneben. Sagte er, als zwei Geschosse trafen. Drei Geschosse. Worauf zielst du denn damit? Hier drin ist doch nichts. Der Waffenturm ist doch schon deaktiviert. Ja, genau. Und nochmal eine Kugel rein. Einfach nur zur Sicherheit. Ja, Heavy Armor. Wie gesagt, wenn die jetzt auch noch oben drauf wäre, dann wäre das perfekt. Ist sie aber nicht, deshalb, obwohl doch, ist sie eigentlich ja, ist sie eigentlich schon, ne? Egal. Ja, komplett mit Heavy Armor eingeschlossen und dann noch Metall außen drum, ist eigentlich eine ziemlich gute Panzerung für so einen Turm. Wird dann auch nicht so leicht weggesprengt. Aber, voll daneben mal wieder. Die Richtschützen der Constantia scheinen ja ziemliche Probleme zu haben. Liegt vielleicht daran, dass der Großteil der Kanonenrohre hier einfach mal abgesägt wurde. Soll vorkommen. Okay, wo feuerst du denn hin? Da ist doch gar nichts. Halt! Land voraus. Einmal ein Ausweichmanöver fahren, bitte. Hab ich denn noch Kontrolle über das Schiff? Mehr oder weniger. Ein einziger seitlicher Propeller ist noch aktiv. Die anderen Schiffsschrauben drehen sich zwar noch, aber die Ruder wurden mir auch abgeschossen. Ja, sowas mal. Dann muss ich halt eben ein bisschen manuell hier mal rangehen. Okay, das ist aktiv. Aber auch aufgerissen. Hier sehen wir das Firing Piece der Cram Cannon und die Fuse Box direkt dahinter. Ich kann einfach nicht mehr warten. 35, komm schon. 35,5. Bringt die Andromeda rein. Beendet es.
Also nicht, dass die Andromeda irgendwas dazu beitragen könnte. Die ist einfach nur eine schnelle kleine Korvette, die den Gegner nerven soll, aber. Bisschen besser, als wenn sich die zwei Giganten hier gegenseitig. Das sieht mir nach einem Too Damaged aus. Die Innereien waren ja auch schon ziemlich weggesprengt. Ja, die Cramp Cannons dringen ja erst in die Hülle ein, explodieren dann, da die Penetration Depth Fuses haben. Deshalb sieht man von außen manchmal nicht so ganz, wie viel Schaden angerichtet wurde. Und da ist sie, die Andromeda-Korvette, oder eine der Andromeda-Korvetten. Da gehe ich doch gleich mal an Bord. Und du darfst weiterhin in den Kampfmodus. Das ist jetzt noch ein von den Tiger Sharks. Ja, ich überlege gerade, die Constanza ist jetzt nicht mehr so effektiv. Ob ich sie nicht lieber rausziehe? Na, du bist aktiv. Und nicht dafür lieber was anderes hier reinhole. Meine Güte, ich liebe dieses Luftschiff. Nicht, weil es besonders effektiv ist, sondern weil ich endlich mal was einigermaßen Effektives gebaut habe, was auch noch relativ gut aussieht. So, und Feuer, genau. Raketenabwehr funktioniert aber. Ja, ich überlege jetzt noch gerade, sollte ich die Konstanz herausziehen, weil so wirklich effektiv feuert sie ja nicht mehr. Sie ist einfach nur noch ein riesiges Ziel für die anderen Schiffe. Von daher würde ich fast sagen, schaue ich mal gerade. Wie sieht denn die Aufstellung hier überhaupt aus? Oh, Vorsicht von den Flakkanonen. Luzi-Korvette, Hecht-U-Boot. Die Luzi-Korvette wäre dann aber das Ziel Nummer 1 dieser ganzen Geschichte. Ne? Taurus-Kreuzer. U-Boot, Greifbomber. Nein, du erstmal nicht. Du kommst weiter runter und dann noch ein Typ 1 U-Boot. Und dann dürfte das eigentlich schon gewesen sein. So. Lädst du gerade noch auf? Du lädst gerade auf, so wie ich das sehe. Ich sehe gerade nichts, jetzt sehe ich mehr. Ja, sollte relativ schnell gehen. Okay. Kommt schon wieder Flakfeuer entgegen. Allerdings nur leicht und ungezielt. irgendwas ist explodiert, es war die Constantia. Ja. Yep. Und dann würde ich sagen, das war's. Ist fürs Erste raus. Du feuerst auch nicht mehr richtig. Und tschüss. So, können sich ein paar neue Kandidaten mal um das Schiff kümmern. Das Hecht-U-Boot hier und eines der normalen U-Boote. Für mehr hat es nicht gereicht. Hm. Das ist jetzt aber schon ein bisschen doof, oder? Weil ich jedes Mal in die Reichweite der Flakwaffen komme und die Raketen auch immer näher kommen. Die können mich zwar nicht einholen hier in der Andromeda, aber trotzdem nicht gerade schön. Dafür kommt aber wahrscheinlich gerade eine gefühlte Wand aus Torpedos an. Ja, Hecht-U-Boot? Typ 1-U-Boot. Ja. Ist gerade zerfetzt. Was war das? Was soll's. So, dann bewege ich mich mal eben runter. Und schau mir dieses ganze Raketengewitter hier an. Das. Doch, ich glaube, der Kreuzer schießt gerade auf. Oder der Schlachtkreuzer, besser gesagt, schließt gerade auf das Hecht-U-Boot. Dürfte es aber eigentlich nicht treffen unter Wasser. Ich sagte eigentlich, ich habe keine Super Cavitation Bases dort eingebaut. Aber ich glaube, die Entfernung ist so gering, dass das keinen Unterschied macht. Und ja, man sieht, die Andromeda-Korvette ist leider etwas ineffektiv gegen das Schiff hier. Die Schilde halten dennoch einiges ab von den... Was ist denn das? Frag geschossen? Ja, ich glaube, das ist Frag mit Composite Head. Jo. Und
und Raketen werden alle abgefangen. So ein Pech. Halt, da hat was gefetzt. Ein Flakgeschütz wurde erledigt. Die Smoke Gun ist platt. Aber sonst ist noch alles aktiv. Oder etwa nicht? Moment mal. Keine Bewegung mehr. Der komplette Antrieb wurde zerfetzt. Das heißt, das Hechtoboot hat jetzt leichtes Spiel, zum Kreuzer oder zum Schlachtkreuzer hier aufzuschließen und dann mit der Particle Cannon ihm von unten ordentlich Schmerzen zuzufügen. Und ich kann hier auch nicht wirklich raussehen. Hier ist irgendwie alles Gold. Jo. Also, die Korvette funktioniert auf jeden Fall, sofern die Raketenabwehrsysteme von dem Ziel nicht allzu groß sind und es keine besonders starken Schilde hat. Was natürlich die Art des Ziels schon sehr einschränkt, weil irgendwie hat gefühlt jeder heute Raketenabwehrsysteme, selbst die Onyx Watch und ja, Schilde natürlich auch. Hält aber auch nichts aus, das Teil. Und fliegt natürlich seelenruhig durchs Flakfeuer. Warum nicht? So, Hechtoboot. Wie sieht's aus? Oh, das waren alle Raketen auf einmal. Was war das? Was habe ich... Moment mal. Was habe ich verpasst? Was ist passiert? Ist die Particle Cannon noch aktiv? Sollte eigentlich noch aktiv sein. Hey, Hechtoboot fährt auf jeden Fall noch. Was ist passiert? 90%? Was hast du abgekriegt? Torpedos kann das ja nicht sein. Die Dinger hier sind inaktiv, oder? Ja. Okay. Das lasse ich dann mal so stehen. Weiter. Na also, geht doch. Ja, ich muss noch mal mit dem Breadboard gucken. Eigentlich sollte das Hechtoboot jetzt den Rückwärtsgang einlegen. Da gibt es noch Nachholbedarf. Okay. Aber die Particle Cannon funktioniert noch. Das ist die Hauptsache. Das ist nämlich die... ja doch, das ist schon die Hauptwaffe des Hechtobootes. Und währenddessen kommt die Frag-Kanone der Andromeda-Korvette einfach nicht durch die Schilde und durch die Deckpanzerung. Das schreit ja geradezu nach einem Refit. Oh oh, Vorsicht. Ja genau. Lab-System hat sie. Allerdings ist es nicht so stark. Bei weitem nicht so stark. Ja, aber es ist schon merkwürdig. Was auch immer da passiert ist, es hat einfach die ganze Seite von dem U-Boot aufgerissen, aber jetzt ist schon wieder repariert. Kein Problem. Die Reparaturmannschaften auf diesem Hecht-U-Boot scheinen ja relativ auf Zack zu sein. Und daneben. Gleich nochmal. Na. Ja, Volltreffer. Ich kann den Maschinenraum sehen. Und nochmal. Und Torpedos sind auch raus. Werden auch in der Nähe abgefeuert hier, aber eben nur die Raketen nicht. Ich werde mir noch was überlegen, wie ich das Hechtoboot verbessern kann. Also eigentlich vornehmlich nur die Steuerung. Hey. Ich glaube, das war einer der Waffen des Kreuzers, die hier einmal reingezimmert haben. Ja, ich vermute fast, das waren die Waffen. Die Hauptwaffen. Das kann nämlich eigentlich nicht von den eigenen Torpedos geschehen, denn die Torpedos visieren natürlich hier oben den Schlachtkreuzer an. Oder den Tiger Shark. Es ist ein Rätsel. Es ist und bleibt ein Rätsel. Ich werde es wahrscheinlich nie lösen. Naja,
Sei es drum. Aber jetzt, wo ich gerade die Torpedos hier so rumwirbeln sehe. Obwohl, nee. Nee, das kann eigentlich nicht passieren. Die können nicht in einem unglücklichen Winkel auf dieses U-Boot hier auftreffen. Und selbst wenn sie zur Seite abgefeuert werden, steigen sie ja sofort nach oben. Nein, 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 das kann nicht passieren. So, wäre schön, wenn das Ding bald sinkt. Es hält aber auch viel aus. Dabei habe ich gar nicht so viele Repairbots drauf installiert. Eigentlich relativ wenige. Halt, folgt ihr etwa... Ihr seid Raketen und folgt einem Täuschkörper, habe ich das Gefühl. Die Andromeda-Korvette hat nämlich auch eine niedrige Radarsignatur. Und Radartäuschkörper. Muss man gerade mal gucken. Nicht, dass ich hier gleich Schluss erzähle. Doch hier. Ah, halt. Battle finished. Wurde aber auch Zeit. Meine Herren, das war jetzt etwas lang. Gut, Hechtobot hat sich wieder komplett repariert. Dann einmal wieder die Formation einnehmen. Und... Jo. Passt soweit. Wo bin ich gerade? Da. Ja, das war jetzt auch wieder mal eine längere Schlacht. Wäre schön, wenn du in den Himmel steigst, denn so nah am Boden ist es relativ ungesund. Ich verabschiede mich erstmal von Bord der Andromeda-Korvette, die jetzt nicht unbedingt der große Einflussfaktor in der letzten Schlacht war, aber ich habe sie mal mitgenommen, das ist die Hauptsache. Also denn, ich bin der Heizmeister und man sieht sich dann auf den azurblauen Ozean von Sturmtief wieder. Macht's gut und bis dann.